Hallo und willkommen zu Boom Beach. Heute wollen wir einen Operationsangriff machen und die letzte Operation anschauen. Also zwei Angriffe. Oh, wir haben einen Live-Angriff. Da schauen wir natürlich jetzt gleich mal zu. Der Chef greift an. Okay, hat etwas Platz gemacht. Gut, ich habe Fackler geladen und möchte diese Base hier angreifen, Minotaurus. Ziel ist es, die Kanone des Verderbens auszuschalten und wenn möglich hier diese sechs Raketenwerfer. Gut, boosten wir mal die Statuen. Genau, 1, 2, 3, 4. Und die ganzen Kanonenbootenergiestatuen noch. So. Und noch eine. Genau, jetzt haben wir 9 geboostet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfekt. Eine ist noch für die Ressourcenbelohnung da. Die lasse ich mal noch. Okay. Dann schauen wir uns nochmal kurz an, wie wir angreifen. Taurus. Gut, wir landen die Fackler hier unten zwischen die beiden Minenwerfer. Die Raketenwerfer stören gar nicht. Perfekt. Gut, dann gehen wir hier gerade hoch. Hier brauchen wir Rauch bei den Kanonen. Ach, hier haben wir. Okay, das müssen wir beachten. Hier haben wir die Schockwerfer. Und hier ist der Schockblaster. Wird also knapp von der Energie. Aber müsste reichen. Genau. Gut, probieren wir es. Ab wo müssen wir Rauch einsetzen? Ab hier. Aha. Gehen wir hier hoch. Genau hier bei dem Mörser an der Seite links vorbei. Zwischen die beiden obersten Kanonen. Genau, so machen wir das. Und Angriff. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Plus Held. Schnell hier hochschicken. Warum verteilen die sich? Ah, weil ich zu langsam war. Okay, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ja, tun sie noch mal zusammenholen. Und weiter geht's. So, ups. Ah, ein Rauch vertippt. Sehr schlecht. Naja, macht nichts. Jetzt noch ein Flair auf den Prototyp. Okay. Und die Kanonen tue ich schocken. So. Perfekt, der Prototyp ist weg. Jetzt werden die Raketenwerfer hoffentlich alle gebrutzelt. Hier tun wir mal schnell zur Ablenkung Kritter hin. Kanonenbootenergie ist alle. Oh, sieht gar nicht so gut aus. Ich hätte mir mehr erhofft.
brauchen wahrscheinlich mehr Trefferpunkte-Statuen. Zwei Raketenwerfer sind weg. Ne, jetzt. Zwei sind weg, ist ja gut. Aber ist immer noch nicht so sehr viel. Nochmal schocken hier. Gut, heilen bringt hier jetzt ja nichts. Ich schau, dass wir den Raketenwerfer noch wegkriegen. Eins, zwei. Okay. Hier noch ein Bombardement drauf. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück haben wir entfernt. Okay. Gut. Leider sind die zwei untersten stehen geblieben. Da hätte ich wahrscheinlich noch einen Flare hinmachen sollen. Aber die Kanonen waren halt auch echt stark. Deswegen schwierig. Aber doch können wir schon zufrieden sein. Sechs Raketenwerfer plus Prototyp. Passt. Gut. Mal schauen, was sie im Chat schreiben. Okay, noch gar nichts. Gut, schreibe ich mal. KDV entfernt plus 6 RW. Leider zwei unten stehen gelassen. Aber wenig TP, genau. Okay. Gut. Schauen wir noch mal rein. Okay, 14k, das kann man wegbomben. 46. Ja, das ist schon ein bisschen mehr. Aber ich bin zufrieden. Sehr schön. Gut. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz. Okay, ging nicht um meinen. Jetzt schauen wir uns die zwei besten, beziehungsweise die zwei Solo-OZ-Angriffe an von der letzten Operation. Kam wieder als erstes einer von Frost und einer von Bruce Lee für Arme. Auf Ballast, okay. Fangen wir mit dem auf Kobold Maki an. Ah, super. Danke, danke. Okay, Start. Schauen wir doch mal rein. Gut, Angriffsart ist Only Sugars, das wissen wir ja schon. Als erstes wieder Sugars landen, ist klar. Schön sammeln unten. Rauch schon mal setzen, genau. Dass möglichst keine Verluste entstehen. Der Weg ist auch einigermaßen gerade gewählt, ist sehr, sehr schön. Sehr gut. Sogar die Abwehranlagen bis jetzt nicht aufgeweckt, das ist sehr schön. Dadurch ist doch eine kleine Verzögerung drin, bis die Raketenwerfer auf die Sugars schießen würden. Man hat also mehr Zeit zum Schocken. Genau. Gefechtsbefehl wurde auch gezündet. Sehr gut. Und der Kern ist down. Richtig nice. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.155 Kommandopunkte. Super. Okay. Jetzt der zweite Angriff. Der ist auf die Base Ballast. Okay, auch hier wieder Only Sugar. Erstmal Minen geräumt. Ganz entspannt. Dann Wartezeit, okay. Ah, jetzt.
Zugas wieder gesammelt unten, okay. Und dann direkt zum Kern bewegt. Sehr schön. Genau, Doppelrauch, weil sie sich dort wieder breit hinstellen. Genau, Schock kam auch. Und perfekt. Base ist down. Sehr, sehr gut. Okay, heute werde ich dann noch die Kriegsfabrik angreifen und zerstören. Schauen wir mal rein. Das wird allerdings nicht mehr im Video sein. Das mache ich dann so. Genau, schon mal überlegen. Ich könnte hier hinten in einem Angriff nur die Mörser bomben und dann mit OZ direkt schön auf das Hauptquartier drauf, also mit Onisugas. Ja, ich denke, so werde ich es machen. Boost haben wir eh momentan voll. Genau. Oder vielleicht würde es auch gehen. Ja, doch, so können wir es machen. Gut, das wäre es gewesen für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.